Rüdiger. Hallo Kinder! Hallo! Ich habe euch doch versprochen, meinen Bruder Clemens euch vorzustellen. Schaut mal, ich bin wieder zu Hause. Ich rufe ihn mal für euch. Clemens! Clemens! Clemens, hallo! Hallo Clemens! Mensch, tschüss da, Bruder hier! Bist du wieder da? Na klar! Ich komme doch gerade aus dem Hort in Frankfurt. Was für ein Ort? Nicht Ort, aus dem Hort in Frankfurt. Da habe ich doch die Kinder besucht, in der Medienwerkstatt. Kinder? Sag doch mal Hallo zu den Kindern. Kinder? Hallo? Da in die Videokamera. Ach so, da ist ja eine Kamera. Hallo, Kinder. Weißt du, was wir uns unterhalten haben im Hort? Nee, worüber denn? Na, hab ich dir doch erzählt über den Fischotter. Ach, über den Fuß-Otto, ja, der hat ja schon als Kind alles kaputt repariert, der Fuß-Otto. Doch nicht der Fuß-Otto, der Fischotter, und der ist das Wildtier des Jahres 2021. Wildbier, oh, sowas gibt es auch schon, lass mich mal probieren, hast eins dabei? Ach Clemens, doch kein Wildbier, Wildtier. Und es lebt hier in Deutschland am Wasser. Wildtier! Frisch wild, wie so ein Löwe! Nein, nicht wie ein Löwe, aber wie ein Raubtier. Und es jagt seine Beute im Fluss. Im Fluss? Da, wo ich auch mal pflanzen gehe? Und dann schwimme ich da rum und dann beißt mir ein Poppes. Ah. Ach Clemens, der beißt dir doch nicht in den Po. Liebe Kinder, sagt ihr doch dem Clemens, was es mit dem Fischotter auf sich hat. Und du, Clemens, hör gut zu. Na gut, ich versuch's. Bis bald. Tschüss, Kinder. Tschüss. Hallo, Fischotter. Wie sieht dein Fischotter aus? Er ist groß und hat viele Muskeln. Er ist dunkelbraun und hat einen kräftigen Schwanz. Er hat einen flachen, weiten Kopf. An dem Pfoten haben die Schwimmhäute. Was frisst ein Fischotter? Ich glaube Fische. Ich kenne mich damit nicht aus. Amphibien, Fische, Kleinsäuger, Wirbellose. Wie alt wird ein Fischotter? 8 bis 13 Jahre kann ich werden. Wann gründet denn deine Familie einen Fischotter? Eigentlich kann ich das ganze Jahr über Nachwuchs bekommen. Meistens im Februar und im März paaren sich Männchen und Weibchen. 2 Monate nach der Paarung kommen dann 1, 2 oder 3 Junge in einer gut versteckten Fischotterhöhle zur Welt, die dann ein Jahr lang bei ihrer Mama bleiben und nach dem einen Jahr eigene Reviere erkunden, wo sie auch leben und jagen können. Lange bleibst du im Wasser, so lange bis ich einen Fisch gefangen habe.